Der Sicherheitsdirektor ehrte in Fischerment verdiente Mitarbeiter der örtlichen Polizei. Hier der Bericht aus dem Fischermenter Gemeindeamt. Der Landespolizeidirektor kam höchstpersönlich nach Fischerment, nachdem Bürgermeister Thomas Rahm um Anerkennung für seine Sicherheitskräfte gebeten hatte. Gelang diesen immerhin ein Riesencoup mit der Verhaftung der sogenannten Opferstockbande. Das ist eine Bande gewesen, die hat Wien vor allem unsicher gemacht, Kirchen, die Opferstöcke ausgeräumt, und dafür spenden ja die Menschen nicht, damit dort diese Täter nehmen. Und sie haben natürlich einen sehr großen Fehler gemacht, die Täterinnen und Täter. Sie sind auf Fischerment nach Niederösterreich gegangen, das ist immer schlecht. Ja. Die Opferstockbande ist ausgeforscht, 12 Täterinnen und Täter sind in Haft genommen. Ich habe mir angeschaut, es sind sehr, sehr viele Straftaten in Wien und in Niederösterreich geklärt worden. Es wurde sehr, sehr präzise gearbeitet, eine Hochachtung auch vor diesen Leistungen. Die Fischermender Polizeibeamten Theresa Meiringer, Jaba Lendjel, Bernhard Jarius und ihr Wiener Kollege Valentin Sager-Doktor bekamen von Landespolizeidirektor Franz Brucher ein Belobigungszeugnis für ihre ausgezeichnete kriminalistische Leistung überreicht. Doch wie kam es genau zu der Festnahme der Opferstockbande? Die Kollegen sind normal Streife gefahren und haben in der Nähe der Kirche ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen mit einem ausländischen Kennzeichen und sind gerade zwei Personen in die Nähe des Fahrzeuges gekommen. Sie sind auch verdächtig vorgekommen, haben sie zu einer normalen Lenker- und Verkehrskontrolle unterzogen. Und im Zuge dieser Anhaltung haben sie dann Diebsgut und Tatwerkzeug im Fahrzeug gefunden. Und dann ist zur Festnahme von 4 Tätern gekommen. Die Stadtregierung ist sichtlich stolz und erfreut über den Erfolg ihrer Polizeibeamten. Freut mich ganz besonders, dass die Kollegen des Fischermenter Polizeipostens hier Verbrecher dingfest machen konnten und Verbrechen aufklären konnten, ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Alle drei haben dazu beigetragen, dass eine Opferstockbande, also für mich was total Arges, auch gefasst worden ist. Und genauso haben wir eine Auszeichnung für eine Privatperson vollzogen, für den Herrn Kulanek, der sich auch sehr bemüht im Sinne der Sicherheit für die Bevölkerung. Der bekannte Fischermänner Weltmeister im Kraftdreikampf konnte durch sein langjähriges Engagement und wachsames Auge im Dienste der Sicherheit bereits mehrere Straftaten verhindern. Sind wir mal eine verdächtige Person oder irgendwas sehe ich, bitte schauen wir uns einmal zuerst an. Ich war Leibwächter, ich habe mit der Sache ein bisschen zu tun gehabt, ja. Und ist es gesetzlich oder nicht gesetzlich, kann ich dann nicht sagen, da geht der Herr für die Polizei an. Ne? Ist schlecht für die Täter, haben sie die Polizei am Knack, ist es nicht schlecht, weiß ich halt. Der Herr Fritz, der heute auch ausgezeichnet wurde, hat uns in den letzten Jahren ja sehr oft geholfen. Und darum habe ich mich auch bedankt, denn wir können ja nicht überall sein. Und darum sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, die etwas Verdächtiges sehen, wahrnehmen, die sind für uns Gold wert.